Guten Tag, mein Name ist Clara Maveglia und ich leite das Institut für Cultural Entrepreneurship hier in Berlin. Heute sind wir an der Humboldt-Universität und mein Gast ist Volker Gerhardt. Willkommen, Herr Professor Gerhardt. Herr Professor Gerhardt, schön, dass Sie da sind und Sie die Zeit für uns genommen haben. Möchten Sie sich selber vorstellen? Das tue ich gern. Also meinen Namen haben Sie gerade schon genannt. Ich lehre immer noch am Institut für Philosophie, das ich 1992 an der Humboldt-Universität als Direktor wieder neu aufbauen durfte. Ich habe vorher in Halle, in Köln und in Münster gelehrt und war lange Zeit auch schon als Studentenfunktionär, wie man das damals sagte, tätig. Gehöre also zu den 68ern in Deutschland, aber habe nie einen besonderen Wert darauf gelegt, nachträglich als Alt-68er zu gelten, weil mir immer bewusst war, dass wir zwar einen wichtigen Impuls gegeben haben in der Bundesrepublik der späten 60er Jahre und der frühen 70er, aber dabei doch auch viele Fehleinschätzungen von uns gegeben haben und manche Fehler gemacht haben. Und ich habe mich dann schon in meiner Zeit als Assistent für Fragen der Bildungspolitik stark interessiert, habe das Glück gehabt, die Idee für die Fernuniversität in Hagen mitentwickeln zu können und durfte an der Gründung dieser Fernuniversität mitwirken. Und das ist die, das darf ich sagen, erfolgreichste Universitätsneugründung in Deutschland gewesen. Aber ich habe dann doch den Versuchungen widerstanden, in die Politik zu gehen, wie man das in Deutschland so sagt. Habe eine politische Laufbahn eingeschlagen, sondern bin bewusst, trotz des starken Interesses an politischen Themen, in der Philosophie geblieben. Und das ist eigentlich die wichtigste Lebensentscheidung gewesen, die ich getroffen habe, dass ich der Wissenschaft die Priorität gegeben habe und bei allem Engagement für gesellschaftliche und politische Fragen immer den Rückzug in mein eigenes Fach antreten konnte und von dort aus die Kraft gehabt habe, wie ich hoffe, auch zur Geschichte der Philosophie und zu den, wie ich meine, großen Fragen des Philosophierens das eine oder andere beigetragen zu haben. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt nur was dazu ergänzen, weil Ihre Position ist so stark, Sie haben so viel gewirkt und wirken so viel. Das möchte ich noch ein bisschen ergänzen. Sie sind nicht nur ein sehr beliebter Professor und nach der Wende eben der erste Direktor des Instituts für Philosophie hier an der Humboldt-Universität. Sie sind sogar Honorarprofessor der Universität von Wuhan in China. Sie koordinierten sämtliche Forschungsvorhaben der deutschen Akademien. Sie waren Mitglied im Deutschen Ethikrat und zusammen mit Detlef Gang und Julian Niederrümelin waren sie der Leiter des Human-Projektes, das nach den Folgen des Human-Genom-Projektes für das Selbstverständnis des Menschen fragte, sowie das von der Bundesregierung geförderte Programm über Funktionen des Bewusstseins haben sie geleitet. Sie sind im Hochschulbeirat der Evangelischen Kirchen hier in Deutschland und ihre Bücher haben eine tolle Resonanz. So, was macht Sie so erfolgreich? Wo kriegen Sie Ihre Energie her, Ihre Stärke, Ihre Kraft? Also ich muss zunächst einmal eines erläutern. Die wissenschaftlichen Akademien in Deutschland, das sind 8, haben eigene Forschungsprojekte. Die werden gemeinsam von Bund und Ländern gefördert. Und da gibt es eine wissenschaftliche Kommission, die diese Arbeit, es sind etwa 200 solcher Forschungsprojekte, die im Wesentlichen Editionen, Musikeditionen, große historische Forschungen macht und ganz sicherlich das größte geisteswissenschaftliche Forschungsunternehmen in der Bundesrepublik ist. Und das wird betreut und koordiniert durch eben diese wissenschaftliche Kommission. Der habe ich 11 Jahre vorgesessen. Also das mit der Koordination war eigentlich nur der Vorsitz einer Kommission, die für vieles zuständig war. Aber die Akademien leiten diese Vorhaben. Ja, wenn Sie das alles aufzählen, weiß ich auch nicht, wie ich das in den ganzen Jahren geschafft habe. Ich kann nur sagen, dass ich das Glück habe,
wie gerade schon betont, einerseits meine philosophischen Fragen mit aller Intensität verfolgen zu können und gleichzeitig dadurch deshalb nicht ausgelastet zu sein, weil ich ja sehe, dass auch die Wissenschaft, auch die Philosophie selbst in ihren metaphysischen Fragen immer bezogen ist auf umgebende gesellschaftliche Bedingungen und natürlich abhängig ist von den Menschen, die da sind, die das betreiben. Und insofern, glaube ich, kann man nicht, wenn man die Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Fragen hat, gänzlich den Rückzug ins eigene Fach antreten. Deswegen habe ich mich für Dinge im Umfeld der Wissenschaft engagiert und hatte eben das Glück, dass ich mich von Arbeiten, die mich fast erschöpft hätten, am besten erholen konnte, indem ich einfach eine andere Arbeit gemacht habe. Also ich musste da nicht einfach erstmal schlafen oder mich in die Hollywood-Schaukel legen oder in Urlaub fahren, sondern ich konnte durchaus im Wechsel verschiedener Tätigkeiten mich in meinen Kräften regenerieren. Was nicht heißt, dass ich nicht auch intensiv Urlaub gemacht habe. Ohne mein Joggen, ohne eben eine intensive sportliche Betätigung hätte ich es physisch sicherlich nicht durchgestanden. Aber es ist eigentlich kein Geheimnis. Man kann mehreres im Leben. Der Mensch ist ein vielfältiges Lebewesen. Die Arbeitsteilung gehört nicht nur zur Gesamtorganisation zivilisierter Gesellschaften, sondern man muss auch sein eigenes Leben, denke ich, durch Arbeitsteilung erleichtern, aber kann es auch vervielfältigen. Und vielleicht ist das ein Grund dafür gewesen, dass ich das eine oder andere mehr machen konnte als nur meine Vorlesungen und meine Seminare zu geben und Bücher zu schreiben. Ja, aber was hat Sie zu den Menschen gemacht, dass Sie sind oder auch während dieser ganzen Arbeitsjahren waren? Ja, wenn ich das genau wüsste, was mich dazu gemacht hat, das ist schwer zu sagen. Ich kann eben sagen, das Glück, eine so liebende Mutter zu haben, die so viel Klugheit hatte unter den schwierigsten Bedingungen, die sich denken lassen. Nämlich, ich bin 1944 geboren und am Tag meiner Geburt ist der Anschlag auf Hitler gewesen und einer der unter Verdacht geratenen war der Arbeitgeber meiner Mutter. Und dass ich an diesem Tag, am 21. Juli zur Welt gekommen bin, hatte mit der Erschütterung zu tun, die meine Mutter durchgemacht hatte, dass eben der Prinz, bei dem sie den Haushalt leitete, am Tag zuvor von der Gestapo abgeführt worden ist. Also es sind schwierigste Umstände. Meine Mutter musste ein halbes Jahr nach meiner Geburt fliehen. Zu dem Zeitpunkt war mein Vater im Krieg in Russland schon gefallen. Sie war anderthalb Jahre lang auf der Flucht und ist dann eben, als ich 2 Jahre alt war, im Haus ihres Mannes, im Elternhaus ihres Mannes eingetroffen. Und dort habe ich unter sehr ärmlichen, schwierigen Bedingungen seit 1946 gelebt. Und kann rückblickend nur sagen, ich habe die glücklichste Kindheit erlebt, die ich mir vorstellen kann. Und das unter diesen Bedingungen zu erleben, dass dies möglich war, das halte ich für etwas, das der glückliche Stern meiner Entwicklung war. Und wenn ich da jemanden nennen muss, dann muss ich vorrangig meine Mutter nennen, die eben mein Leben geschützt und gefördert hat. So, das heißt, Sie haben auch eine Vision in Ihrem Leben, eine Lebensphilosophie. Welche ist sie denn, wenn wir so anfangen jetzt? Ich würde das, man kann das Vision nennen, obwohl man das natürlich als kleiner Junge, als Schüler und als Jugendlicher nicht so nennen würde. Aber zu den wichtigen Erfahrungen gehört, dass man aus schwierigen Situationen sich durch eigene Anstrengung auch herausarbeiten kann. Und das war das Erleben unter den Bedingungen nach dem Krieg. Es war eigentlich alles zerstört, die Häuser waren zerbombt und wir spielten in den Ruinen. Und es war klar, dass dies unser neues Leben war. Ich bin dann nach Hagen und nach Dortmund gekommen und in diesen zerstörten Städten regte sich neues Leben und es war wichtig, dass man
das Alte in Erinnerung hielt, aber eben sich auf das Neue konzentrierte. Und das lässt sich jetzt nicht alles wieder wachrufen in einem kurzen Gespräch. Aber ich kann eines sagen, es war für mich dann ganz entscheidend, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten erleben zu können. Ich war sehr glücklich auf meiner Professur in Köln, hatte einen Ruf an die Münchner Universität, gar nicht erst in Erwägung gezogen, aber als ich dann einen Ruf 92 nach Halle bekam und bei dem Besuch in Halle den Eindruck hatte, dass dort die gleichen großen Aufgaben zu erledigen sind, wie ich sie als Kind in Hagen und in Dortmund in den zerbombten Städten des Ruhrgebiets wahrgenommen hatte, da hatte ich ein Gefühl von Jugendlichkeit, von großen Erwartungen und Möglichkeiten, dass es für mich überhaupt keine Frage war, dass ich eben das saturierte, aufstrebende, sehr interessante Köln verließ, um nach Halle zu gehen, in der Erwartung, dass ich dort vielleicht ein neues Zentrum für Aufklärungsforschung aufbauen konnte. Daran lag mir, gerade auch unter den Bedingungen der ehemaligen Sowjetzone, also der DDR. Es war dann eben so, dass ich nur kurz in Halle bleiben konnte und es mich dann stärker an die Humboldt-Universität gezogen hat. Hier waren die Aufgaben etwas größer. Hier waren auch die Schäden durch die Ideologie des Marxismus wesentlich größer und hat mich eben herausgefordert, ohne jetzt als ein Besetzer, ohne mich zu fühlen wie jemand, der alles nur abwickeln will, sondern in Verbindung mit den Menschen, die hier die Zeit gelebt hatten und auch durchaus interessante wissenschaftliche Arbeit an der Humboldt-Universität geleistet hatten, den Neuaufbau zu bewältigen. Und dass dies geglückt hat, das gehört zur Befriedigung meines beruflichen Wirkens hier an der Humboldt-Universität. So, nun muss ich die Frage stellen, warum die Philosophie? Warum war Ihnen oder ist Ihnen Philosophie so wichtig als Disziplin? Es war am Anfang des Studiums nicht entschieden. Ich hätte auch Physik studieren können. Ich habe mich dann für Psychologie und Soziologie in Verbindung mit der Philosophie entschieden, weil die Familie, also das war meine Mutter im Wesentlichen, die mich da aber gar nicht beeinflusst hat, sondern es waren die Onkels und die Tanten im Umfeld, die dann eben als Ratgeber fungierten. Die meinten, der Junge müsse etwas Richtiges studieren, damit er nicht nur dann zum Hungerleider wird, wenn er Philosoph wird. Das habe ich eben so lange gemacht, bis mir klar war, dass meine Interessen in der Philosophie so stark sind, dass daraus eigentlich auch etwas Berufliches werden müsste. Das hätte anders kommen können, das kann man nie sicher planen, aber ich hatte viel Glück, hatte sehr gute Lehrer, die mir geholfen haben, die mir vor allen Dingen auch ein Vorbild sein konnten, hatte auch schon in der Schule einen Anreger, einen durch die Kriegsereignisse dann in der Schule verbliebenen Archäologen, der mir wichtige historische und philosophische Anregungen gegeben hat. Und auf diese Art und Weise ist es mir dann gelungen, eine erste philosophische Arbeit zu schreiben, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und dann war es klar, dann gab es zwar manche Verführung, dass ich als Abgeordneter in ein Parlament gehe oder aber als Ministerialbeamter versuche, eben Bildungspolitik zu machen. Alles interessant, das habe ich alles auch nicht verachtet, aber es war mir wichtiger, auch auf der unsicheren Position eines Assistenten erst einmal meine Habilitation zu schreiben. Warum? Was gefällt Ihnen, ein Philosoph, als Philosoph zu arbeiten? Nun, ich könnte, wenn Sie sagen, was mir daran gefällt, ist natürlich klar, dass man in dieser Weise angenehm arbeitet, weil man hier wirklich sein eigener Herr ist. Man hat zwar viele Verpflichtungen und ist von vielen abhängig, gerade auch von den Studierenden, denen man eine gute Lehre und eine gute Ausbildung bieten möchte. Also insofern ist man an sehr vieles gebunden und die Prüfungslasten sind insbesondere in den letzten Jahren extrem gewachsen. Aber gleichwohl, alle Schwerpunkte, alles, was wichtig ist im Hinblick auf die berufliche Ausrichtung, das geschieht, wird vorentschieden durch das eigene Nachdenken
und man muss die Akzente selbst setzen und muss allerdings dann in der Lage sein, sie auch im Kontext des Verständnisses von anderen zu begründen. Und dann kann man hoffen, auch andere davon zu überzeugen. Und das macht dann einen Teil der Aufmerksamkeit aus und vielleicht auch, wie Sie das vorhin genannt haben, den Erfolg, den man in der Lehre und in der Öffentlichkeit hat. Wie ist das so als Professor in so einer Universität wie die Humboldt, so eine große, mit so einer Reputation so zu arbeiten? Wie hält man diesen Druck aus? Das würde ich so nicht formulieren. Die Hochschulen sind immer noch so organisiert, dass sich Individualität entfalten kann. Es gibt zwar die Erwartung, dass man bestimmte Ämter übernimmt als Direktor eines Instituts, dass man in den Fakultätsrat geht, dass man sich beteiligt an der Arbeit im Konzil oder im Senat und auch andere Aufgaben als Gutachter wahrnimmt. Aber wenn man den Anspruch hat, dass man jetzt in voller Konzentration auf ein großes Thema, das alle Kräfte bindet, arbeiten möchte, dann müsste man sich schon mit allem überworfen haben, um dies nicht durchsetzen zu können. Also man kann, denke ich, seine Individualität entfalten. Gerade in einer großen Universität, wo es sehr viele Hochschullehrer gibt, die dann auch unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsteilung ihre Interessen entsprechend zur Geltung bringen. Also man muss nicht unbedingt Vizepräsident oder Mitglied des Senats werden oder als DFG-Gutachter arbeiten. Das sind natürlich alles sehr zeitraubende Ämter, sondern wenn man die Neigung hat, und ich finde, dass ein Hochschullehrer den Mut haben sollte, nach seinen wissenschaftlichen Neigungen zu gehen, dann kann man tatsächlich auch immer noch, trotz großer Herausforderungen durch die Lehre, genügend Zeit aufbringen, um in der Forschung tätig zu sein. Ich würde, wenn ich Hochschulreformer wäre, würde ich diesen Zeitanteil der Hochschullehrer vergrößern, und die Möglichkeiten, individuell zu forschen und zu lehren, wirklich verbreitern, aber ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als sei dies zumindest in meinem Lebenslauf nicht möglich gewesen. So, und jetzt eine ganz andere Frage. Was bedeutet Ethik? Also vom Wortsinn im Griechischen, Ethos oder Ethos, je nachdem, welche Variante man nimmt, ist es einmal die Lehre von dem, was sich gehört, das, was das Verhalten von Menschen ausmacht, und es bezeichnet in der älteren Bedeutung auch den Ursprung, den Wohnplatz, die Herkunft, das Gewohnte. Und ich denke, beide Bedeutungen sind dann in dem Begriff der Ethik, als der Begriff aufkam am Anfang des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, verschmolzen. Und es ist die, wie ich denke, unverzichtbare Lehre von dem, wie sich der Mensch als ein bewusstes Wesen unter anderen Menschen, die er ebenfalls als bewusste Wesen schätzen und achten sollte, verhält. Und insofern halte ich die Ethik für die Grunddisziplin der, wie wir sagen, praktischen Philosophie. Alles läuft darauf hinaus, dass derjenige, der denkt, der Einsichten hat und der handelt, diese Funktionen, kann uns niemand und darf uns niemand abnehmen, wie er sein Leben und sein Zusammenleben mit anderen einrichtet. Das führt mich jetzt zu der Frage, das ist jetzt ganz aktuell, es sind sehr viele Kriege, jetzt gleichzeitig finden statt, was natürlich sehr traurig ist. Das liest man eben jeden Tag, wie weit oder... und dann wollte ich Sie fragen, Sie haben sich mit dem Willen zur Macht beschäftigt. Erzählen Sie uns jetzt etwas darüber. Also diese Kriege haben alle unmittelbar etwas mit der Macht und dem Willen zur Macht zu tun. Wie sehen Sie das? Ja, also da müsste ich jetzt etwas weiter ausholen, um Ihre Frage wirklich auf eine auch mich befriedigende Weise zu beantworten. Ich habe mich mit der Macht beschäftigt, schon zu Beginn der 80er Jahre, um überhaupt dieses Phänomen genauer einzugrenzen und deutlich zu machen, dass es
eine ursprünglich menschliche Fähigkeit ist, die sich in der Macht äußert und die notwendigerweise zum menschlichen Verhalten und vor allen Dingen auch zum sozialen Verhalten der Menschen gehört und dass wir nicht davon ablassen können, Macht zu haben und auch nach Macht zu streben. Zu jedem Handeln gehört, und das ist der älteste Ausdruck für Macht, das Vermögen, etwas zu tun. Und wenn wir etwas tun wollen, auch wenn wir ein Buch lesen, müssen wir die Macht haben, es in der Hand zu halten oder den Computer zu bedienen. Also es ist eine elementare Fähigkeit unseres Umgangs mit der Welt und mit uns selbst. Das ist natürlich jetzt eine sehr elementare Beschreibung und dann werden Sie mich fragen, ja, was soll das denn nun mit Syrien, dem Irak oder mit der Ukraine zu tun haben? Es ist erstmal wichtig zu sehen, dass es dieses elementare Vermögen gibt und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen vor allem sehen, dass Macht zu haben nicht notwendigerweise damit zusammenhängt, es auch diese Macht auch mit Gewalt einzusetzen. Die Gewalt ist die Macht. Zur Macht gehört ein Wille. Das habe ich versucht, im Einzelnen herauszuarbeiten. Aber es gehört zum Einsatz der Macht nicht, den Willen anderer damit zu brechen. Und insofern liegt schon im richtigen Einsatz der Macht ein Moment der Anerkennung anderer Mächte. Es gibt niemals bloß eine Macht. Auch der Begriff der Allmacht, den wir so gerne mit Blick auf das Göttliche verwenden, ist ein Widerspruch in sich selbst. Macht zeigt sich immer nur im Verhältnis zu anderen Mächten. Und das große Problem menschlichen Handelns und vor allen Dingen der menschlichen Zivilisation ist, die wechselseitigen Machtansprüche in ein Verhältnis zu bringen, das sich nicht mit Gewalt entlädt. Und die wichtigste Erfindung in diesem Zusammenhang ist die Erfindung, wenn ich das mal so sagen darf, des Rechts. Recht ist dasjenige, was es uns ermöglicht, in Anerkennung wechselseitiger Machtansprüche in ein ausgewogenes, ausgleichendes, von beiden Seiten nachvollziehbares Verhältnis zu kommen. Und das ist die Erwartung, die wir an die Zivilisation und natürlich auch an die Politik haben, dass sie uns solche ausgewogenen, friedlichen Verhältnisse schafft. Man könnte sich sagen, ja, aber wo haben wir die in der Gegenwart? Darauf haben Sie ja schon hingewiesen, haben wir sie nicht. Wir hatten sie auch in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts nicht und wir hatten sie noch nie in der Weltgeschichte. Aber es ist, denke ich, doch möglich, dass wir dieses Ziel nicht aufgeben, dass wir das mitmenschliche Zusammenleben in Anerkennung aller Differenzen, auch an physischer Stärke, auch an Einsicht, an Produktivität und wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit, auch an religiöser Differenz, also in Anerkennung all dieser Unterschiede. Es ist die größte Herausforderung der Zivilisation, diese Macht des Menschen in seinem Sinne so zu entfalten, dass dies ohne Einsatz einer den Willen der anderen brechenden Gewalt passiert. Und dazu ist es allerdings wichtig zu sehen, dass wir mit den Abweichungen, auch mit unserer unbändigen Natur, dabei wahrscheinlich immer auf Grenzbereiche stoßen. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir den Anteil von Disziplinierung, den wir jeweils bei uns zum Einsatz bringen können, wir sind ja selbst widerstreitende Kräfte in uns, dass wir den im gesellschaftlichen Zusammenhang unter rechtliche Bedingungen stellen und dort, wo es gar nicht anders möglich ist, als doch jemanden zu zwingen, etwas zu tun, wenn er die anderen in Ruhe oder in Frieden lassen soll, wir dann eben eine politische, rechtliche Organisation haben, die den Einsatz bedingter Gewalt zu ganz bestimmten, sehr begrenzten Zwecken rechtfertigt. Das ist eben das Gewaltmonopol unter politisch-staatlicher Herrschaft. Und das nun tatsächlich auch in globaler Weise aufzubauen, das ist die große Herausforderung, vor der die Menschheit spätestens seit dem 17. Jahrhundert steht. Sie hat es auch begriffen, sie hat auch das Menschenrecht als ein wichtiges Moment entwickelt, um
hier zu einer Legitimitätsgrundlage zu kommen. Aber wie wir sehen, sind die Konflikte bisher insbesondere aus den religiösen Quellen, aber auch aus traditionellen Unterschieden, aber eben auch aus Machtansprüchen, die aus der Ökonomie kommen, immer noch größer. Und wir haben den politischen Stein der Weisen noch nicht gefunden, um tatsächlich zu einer Weltorganisation zu kommen, die ihre Konflikte, ich will bescheiden sein, im Großen und Ganzen friedlich löst. Aber das muss das Ziel einer Politik sein, und die politische Philosophie muss sich aus meiner Sicht diesem Ziel widmen. Und deswegen habe ich eine Theorie der Politik geschrieben, Mitte der 90er Jahre, im Zeichen von Kants Idee des ewigen Friedens, das heißt des Friedens, der nicht gebrochen werden darf, den man auch nicht brechen möchte, indem man nur einfach vortäuscht, Frieden zu wollen. Und ich werde eher ratlos, das ist noch nicht genügend eingesehen, aber die Menschheit ist ein Projekt der Selbsterziehung, und das hört nicht plötzlich im Jahre 2014 auf, sondern wir können davon ausgehen, das wird noch einige hundert Jahre fortgehen, und daran muss auch die Philosophie mitarbeiten. Das ist sehr spannend, und Sie haben auch über Partizipation und Politik geschrieben. Wieso ist Partizipation so wichtig? Meine systematischen Arbeiten nach den historischen Studien über Kant und über Nietzsche gehen von einem Prinzip aus, das ich für das Ursprungsprinzip menschlichen Handelns halte, und das ist das Prinzip der Selbstbestimmung. Also das müssen wir anerkennen, dass jeder Mensch nur dadurch Mensch ist, dass er in seinem eigenen Wollen anerkannt ist. Das ist auch zugleich, das ist das Prinzip der Ethik, das habe ich, kann man nachweisen, dass das seit der Antike, auch wenn man das Wort noch nicht hatte, schon das gültige Prinzip war. Seit Kant, seit Ende des 18. Jahrhunderts, verfügen wir über diesen Zentralbegriff der Selbstbestimmung. Und das ist also der Grundbegriff der Ethik und zugleich auch das Grundprinzip der Individualität. Das ist dann von vielen so verstanden worden, als sei ich ein Egomane, als würde ich eine Politik rücksichtsloser Egozentrik vertreten und nur Selbstbestimmung und nicht die Bestimmung der anderen. Das ist natürlich, man braucht nur drei Zeilen aus meinem Buch zu lesen, sieht man sofort, dass dies genau nicht die Absicht ist. Deswegen war der zweite Schritt zu zeigen, wie Selbstbestimmung mit der Vernunft und mit dem Leben zusammenhängt und auch sich im Einzelnen nur entwickeln kann, eben in Beziehungen, die das schon aus älterer Tradition entwickeln, und dass der Einzelne das, was er tut, was er denkt und was er will, immer schon aus Zusammenhängen übernimmt, aus denen er sich selbst niemals vollständig befreien kann. Und der dritte Schritt, das war der Partizipation. Und das ist, denke ich, wenn wir die politische Theorie und auch die politische Sprache sehen, ein sich beinahe unmittelbar verständlich machender Begriff der Teilhabe und des Teilnehmens am gemeinsamen Leben. Ich glaube, ich konnte erstmals zeigen, dass der Begriff der Partizipation der Definitionsbegriff der Politik überhaupt ist. Bei Aristoteles gibt es eben die Beschreibung des Bürgers, also des politikfähigen Menschen, als desjenigen, der in der Lage ist, am Gericht und an Ämtern teilzuhaben und teilzunehmen. Also diese Teilnahme an der Polis, an den gemeinsamen Institutionen, definiert das politikfähige Subjekt. Und aus diesem Begriff, aus dem griechischen Begriff, der Mesotes, ist dann in der ersten lateinischen Übersetzung von Aristoteles Politik im 13. Jahrhundert der Begriff der Participatio geworden. Und dieser Begriff hat eigentlich in allen europäischen Sprachen dann seine Anerkennung gefunden, und den habe ich nur aufgenommen. Also insofern habe ich in meiner Definition von Politik auf die aristotelische Definition von Politik zurückgegriffen. Und Aristoteles ist der Schüler von Platon, und wenn wir in Platons letztem großen Werk, den Nomoi, sehen, wie er die Politik beschreibt, wie er
den möglichst besten Staat aufbaut, dann ist deutlich, dass die gemeinsame Anteilnahme der Bürger an den Geschäften der Stadt überhaupt erst das politische Gemeinwesen ausmacht. Also insofern nehme ich den ältesten Begriff des Selbstverständnisses politischer Gemeinschaften auf und versuche zu zeigen, dass wir nur dort politisch handlungsfähig sind, wo wir unseren eigenen Anteil selbstbewusst, selbstbestimmt verteidigen, im Bewusstsein der Verbindung mit anderen und in dem Versuch, mit ihnen gemeinsam die gemeinsame Sache des politischen Handelns zu betreiben. Und ich füge hinzu, dass mich dieser Begriff deshalb philosophisch auch so enorm gefordert hat, weil Partizipatio, wenn wir das rückübersetzen ins Griechische, genau das ist Metexis, was Platon gebraucht, um die Erkenntnis des Menschen zu beschreiben. Alles Erkennen des Einzelnen, ob dies nun der Tisch ist oder das Licht oder der Stuhl oder der Tisch oder der einzelne Mensch, ist immer die Metexis an einer Idee eines Tisches, eines Stuhls, eines Menschen oder eines Lichts. Und jede Beschreibung eines Einzeldings wird nur verständlich dadurch, dass wir in diesem Einzelnen ein Allgemeines erkennen. Also in diesem bestimmten Buch überhaupt die Idee des Buches. Also ich hänge jetzt nicht an der Ideenlehre Platons, aber es sind immer Allgemeinbegriffe, an denen partizipieren wir, wenn wir als Individuen erkennen. Und insofern ist der Begriff der Partizipation für mich die Brücke zwischen theoretischer Philosophie und praktischer Philosophie. Dann jetzt müssen Sie uns unbedingt etwas erzählen über die Funktionen des Bewusstseins, weil da denke ich, da ist es wieder ein Schritt dann weiter, wo Sie sagen, Bewusstsein muss sein, um diese öffentliche Leistung zu bringen, beziehungsweise vice versa, also vice versa. Ja, Frau Mabelier, da haben Sie völlig recht. Genauso ist es auch in der Entwicklung meines Gedankens gewesen. Nach der Partizipation 2007, da lief schon das von Ihnen erwähnte Nachwuchswissenschaftlerprojekt der Bundesregierung über Bewusstsein, die Funktion des Bewusstseins, habe ich dann die aufwendigen Studien über Öffentlichkeit in Angriff genommen. Und die zentrale These der Öffentlichkeit ist, dass unser Bewusstsein selbst schon öffentlich ist. Wir haben seit Jahrhunderten in der Philosophie die Vorstellung, als habe jeder sein Bewusstsein bloß für sich selbst, sozusagen in seinem Hirnkasten, nur wieder in sein Heimkino hinter seiner eigenen Stirn. Das stimmt in gewisser Weise, weil wir uns ja selber Gedanken machen können und unsere Gedanken auch für uns behalten können. Aber was ein Gedanke ist oder was eine Einsicht ist, das zeigt sich nur darin, dass sie ihre Bedeutung und ihre Funktion nur hat in der Mitteilung. Und insofern ist dieser Gedanke der Mitteilbarkeit, der Kommunikabilität, wie Kant sagt, der zentrale Gedanke der Funktion des Bewusstseins. Und Sie, wenn Sie hineinhören, Mitteilbarkeit, da haben Sie die Anteilnahme und die Teilnahme, die ich gerade bei der Partizipation beschrieben habe. Und insofern habe ich in dieser soziomorphen Funktion des Bewusstseins, also dass auch das gerade das individuelle Bewusstsein schon vom sozialen Zusammenhang der Einbindung in eine Praxis der Verständigung und der Kooperation, das ist ganz wesentlich, eingebunden ist, den Grundgedanken dieser Theorie der Öffentlichkeit. Und mir lag daran, deutlich zu machen, gegen viele Beschreibungen, die wir in der jüngeren Literatur finden, dass Öffentlichkeit nicht erst in die Welt kommt durch den Buchdruck und durch die Zeitungen oder durch die literarischen Gesellschaften. Das ist so die Vorstellung, erst die bürgerliche Gesellschaft bringe Öffentlichkeit in eine entsprechend fundierende Funktion der Politik. Es ist vielmehr so, dass wir zeigen können, dass begrifflich die Tradition der Öffentlichkeit zurückgeht bis auf die Römer
Und die Griechen, bei den Römern sehen wir, Res Publica ist das Politische. Bei den Griechen ist es ganz ähnlich angelegt. Das Demos, also das, was die Demokratie bildet, ist sozusagen immer etwas, was seine eigene Sphäre der Verständigung und des Handelns hat. Und wir können das spätestens bis in die Zeit der Entwicklung des Rechts und der ersten Zivilisation und des Handels zurückführen. Also gehört die Tradition der Öffentlichkeit eigentlich in den Bereich einer frühen Kultivierung der Sprache und des Einsatzes von Recht und Zeichen und ist dasjenige, was den Menschen dann überhaupt erst in eine Atmosphäre des gemeinsamen Handelns versetzt. Und insofern, denke ich, kann man dann zeigen, dass das Bewusstsein dasjenige ist, was uns nicht nur als Einzelne aufmerksam, helle oder unberechenbar macht, das natürlich auch, sondern dass es das ist, was uns in unserer gemeinsamen Humanität, in unserem Charakter als menschliche Wesen trägt. Und da dies so ist, habe ich die Hoffnung, dass ich darauf, auf diese Gemeinsamkeit, doch auch eine Lebensperspektive für viele, letztlich für alle Menschen, gründen lässt, die auch, um auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen, den Frieden sichert. Das erklärt auf jeden Fall die Verbreitung der Social Media, die rasante Verbreitung der Social Media. Das würde das erklären, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ja, damit habe ich mich natürlich beschäftigt, weil das ja auch die öffentliche Diskussion bestimmt. Ich würde das genauso sehen wie Sie. Also die Verbreitung des Buches ist schon außerordentlich schnell gegangen. Also wir haben schon nach dem Ende des 15. Jahrhunderts der Buchdruck rein technisch erfunden war, haben wir schon Anfang des 16. Jahrhunderts eben Kunstwerke des Buchdrucks und überall in Europa gibt es Buchdruckereien. Und mit der Netzkommunikation und den digitalen Techniken ist es nur noch mal etwas schneller gegangen. Und der große Reiz besteht darin, dass man als Individuum und eben nach dem eigenen Bewusstsein selbstbestimmt, gleichsam mit allen glaubt, verbunden sein zu können. Das ist, denke ich, zunächst mal der unbestreitbare große Reiz und an dem können wir auch nichts deuteln. Wir kennen ja nun die starke Kritik an den digitalen Medien und ihren Gefahren und davon will ich auch nichts abstreichen, insbesondere wenn wir diese Öffnung für alle dann wiederum unter der Herrschaft von Monopolen, wenigen Netzbetreibern und Programmanbietern befangen sehen, dann besteht darin eine große Gefahr und deswegen ist ein wichtiges Ziel der Politik, hier einen offenen Markt zu erhalten, zu sichern und auch tatsächlich die Freiheit unter diesen Bedingungen der Netzkommunikation zu erhalten. Und dann hat man, glaube ich, auch eine zusätzliche Chance dafür, dass das Bewusstsein, dieses teilhabende Bewusstsein, auch dazu in der Lage ist, uns in einen globalen, kooperativen Zusammenhang zu bringen. Ja, wunderbar. Wir haben so viele faszinierende Dinge von Ihnen gehört. Jetzt habe ich wirklich eine Frage, die unseren Usern, angehenden Philosophen, angehenden Politiker helfen kann. Was würden Sie unseren Usern und angehende Philosophen oder Politikern mitgeben? Wenn es sich um angehende Philosophen handelt, dann glaube ich, kann man keinen wichtigeren Rat geben als eigene Einsichten zu suchen und nach eigenen Einsichten in einer intensiven Aufmerksamkeit für die Einsichten anderer den Versuch zu machen, ihre Position, ihre Weltsicht, ihre Möglichkeiten der Entfaltung eines Gedankens zu begründen. Also die Eigenständigkeit und die eigene Nachdenklichkeit halte ich für das wichtigste Rüstzeug des Philosophen und ich glaube, das ist auch attraktiv genug, weil wir beim Menschen immer beobachten, dass er sich doch dann erst glücklich fühlt, wenn es nach seinem eigenen Willen
und seiner eigenen Einsicht geht. Und wenn man die dann in die Philosophie kommunikativ hineinbringt, also nicht den puren Eigensinn vertritt, sondern dies in Anerkennung der möglichen und auch wirklichen Einsichten anderer tut, dann kann man nicht nur einen großen Lustgewinn haben, da spreche ich aus Erfahrung in der Philosophie, sondern vielleicht auch einen zum Erkenntnisgewinn vieler beitragen. Und der Politiker, der muss handeln, der muss Energien entfalten, der muss tatsächlich auch etwas bewegen wollen. Dazu braucht er Ideen, dazu braucht er Überzeugungskraft. Und das kann er in einer produktiven Weise nur haben, wenn auch er von eigenen Einsichten ausgeht und sich nicht einfach von den Erwartungen des Tages leiten lässt, sondern eigentlich am Anfang seiner Laufbahn davon ausgeht, dass er Erkenntnisse hat, dass ihm etwas wichtig ist und dass er dieses ihm Wichtige, wofür er auch argumentieren kann, in Verbindung mit anderen durchsetzen kann. Eigentlich steckt diese Erwartung, dass die Politik von Einsicht geleitet sein muss, hinter Platons berühmter Forderung, dass die Philosophen Könige sein müssten. Davon geht heute niemand mehr aus. Wir erwarten ja auch von den Königen allenfalls repräsentative Aufgaben. Aber Kant hat das so umformuliert, dass es schlecht wäre, wenn die Philosophen Könige sein müssten. Dann hätten sie viel zu viele Aufgaben und würden vom Denken abgelenkt. Aber sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Einsichten kritisch in den politischen Raum hineinzutragen, dürfen dabei nicht behindert werden, müssen ihre Freiheit entfalten können und sie müssen dort auf Politiker rechnen können, die sich dafür interessieren. Am Ende des Tages, was ist wirklich wichtig im Leben, Herr Professor Wieland? Also eine schwerere Frage können Sie mir natürlich gar nicht stellen. Es ist wichtig, dass man lebt und dass man in Übereinstimmung mit sich lebt. Und das kann man, denke ich, nur im Hinblick auf die Entfaltung der eigenen Ansprüche. Und ich bin weit davon entfernt, ein Ideal des Lebens aufzustellen, sondern es muss jeder seine Fasson, jeder seine Fassung und sein Lebensziel finden. Und man kann unter höchst unterschiedlichen Bedingungen glücklich werden. Aber dazu bedarf es schon eines gewissen Selbstvertrauens und auch eines Weltvertrauens, um dies insbesondere unter schwierigen Lebensbedingungen tatsächlich schaffen zu können. Und das, glaube ich, ist aber das Wichtigste. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich zurückblicke an die erwähnten Anfangsbedingungen meines Lebens, dann kann ich mich nur wundern, dass ich bei meinem Schulanfang, davon gibt es Bilder, von 51, so optimistisch in die Welt blicke. Wie komme ich dazu? Aber es ist möglich, wenn man eben eine gewisse Erwartung hat, die nicht überzogen ist, sondern die durch die Wahrnehmung und die Erkenntnis seines Umfeldes begrenzt ist oder aber auch zugleich erweitert. Und wenn man dabei sich auf ein Vertrauen auch anderer stützen kann, dass man dann unter diesen Bedingungen im Hinblick auf die eigenen Kräfte das Selbstvertrauen hat, auch selbst etwas, so bescheiden es sein mag, beizutragen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Vielen Dank, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Gero. Ja, ich danke Ihnen.